Vulfanil, Episode 27. Entzauberung. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Vulfanil. Erinnert ihr euch, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört. Und hier wollen wir weitermachen. Und ich muss kurz mein Monitoring ein kleines bisschen runterstellen. Es ist ein bisschen laut auf den Ohren gewesen. Ich frage mich auch gerade, ob wir hier schon einmal gewesen sind. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wir werden allerdings jetzt erstmal diesen Magier da vorne angreifen. Man sieht, er hat sich schon auf einen Kampf, für einen Kampf bereit gemacht. Aber trotzdem wird er nicht überleben. Und das war's schon. Jetzt kommen allerdings noch die Skelette. Okay. Die Skelette sind ein bisschen schwieriger. Okay. Nehmen wir doch einfach wieder unseren Funkenzauber. Okay. Ohne Dune hätte es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber wir kriegen von denen einen alten Nordpfeil. Nicht nur einen, 7 Stück. Und unseren Eisenpfeil zurück. Schön. Schön, und da lag doch noch ein Skelett, welches nicht wiederbelebt wurde. Ist denn da noch was zu finden? Nichts, was für uns interessant ist. Der Ritualstein. Wer unter dem Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Ah, wäre natürlich interessant, den Ritualstein zu nehmen. Hab ich selber persönlich noch nie gemacht. Ich war eigentlich immer bei den Wächtern. Bei den 3 Wächtersteinen, den 3 Klassensteinen. Und ich glaube, ich habe einmal den, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich glaube, Schlangenstein oder so. Der eine Stein in der Nähe von Riften, der einen unsichtbar machen lässt, darf, kann. Den hatte ich einmal genommen. Und sonst nix. Naja, gut, die haben wir erledigt. Ich denke mal, damit wäre unsere gute Tat des Tages vollbracht. Aber natürlich machen wir ein bisschen weiter. Wir machen noch ein kleines bisschen was. Wir könnten... Wir könnten nicht nur, wir müssten eigentlich... Irgendwohin, wo wir einen Verzauberungstisch haben. Wo es einen Verzauberungstisch gibt. Nur wo? Wir wüssten jetzt nichts. Wo, verdammt nochmal, könnten wir einen Verzauberungstisch finden? Keine Ahnung. Dann bin ich ratlos. Wir nehmen erstmal noch die Bergblumen hier mit. Denn wir wollten ja noch diese violetten Bergblumen wegen diesen Falkenschnabel und so. Wollten wir die noch mitnehmen, um daraus Tränke zu brauen. Also nehmen wir die mit.
Tja. Nur wo sollten wir lang? Denn wir wollen die Waffen entzaubern. Deren Verzauberung erlernen. Aber ohne, möglichst ohne, in die Drachenfeste zu gehen. Ich bin gerade am Überlegen, wo gibt es einen Verzauberungstisch? Leute! In den anderen Fürstentümern wird es doch sicherlich auch andere Jahre geben, die einen Hofzauberer haben. Und diese werden doch mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls einen Verzauberungstisch haben. Das bedeutet, wir müssten in ein anderes Fürstentum. Und wenn wir uns das mal so auf der Karte ansehen, welches Fürstentum ist denn am dichtesten? Naja, also von hier aus gesehen. Mortal? Da waren wir aber auch schon. Es ist natürlich kalt da oben. Riften. Markarth. Ich würde einfach mal sagen Falkenring. Das könnten wir machen. Wir könnten nach Falkenring. Und dort könnten wir dann die Dinger verzaubern. Entzaubern, meine ich. Und dann könnten wir weitermachen. Dann sind wir nämlich diese Verzauberung los, haben diese Verzauberung erlernt und können uns weiter des Lebens freuen. Und vielleicht bestehen wir ja auf dem Weg dorthin noch ein oder zwei kleine Abenteuer. Ich denke mal, so werden wir das machen. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Falkenring. Oh. Könnten wir den nicht noch einmal... Ich glaube, er hat uns gesehen und er dreht sich jetzt gerade weg. Könnte ich mir vorstellen. Seht ihr, da dreht er sich weg und... Oh, nö, er rennt nicht weg. Okay. Naja, ein Schleichangriff. Dun, hör auf damit. Der ist weg. Dun will einfach immer weitermachen. Na gut, schauen wir noch einmal kurz auf unsere Fähigkeiten. Alchemie wird langsam auf Stufe 9 gehen. Geht langsam auf Stufe 9 zu. Schleichen hängt natürlich immer noch kurz vorm Level ab. Oh, Kinder. Das gibt's doch nicht. Schleichen müssen wir unbedingt aufleveln. Wir müssen irgendwie schleichen und... Ach du meine Güte, okay. Ja, toll. Das hat natürlich jetzt nichts gebracht. Schleichen verbessert auf 7. Oh. Juhu!
Kinder, genau das wollten wir doch. Nee, okay. An dir können wir dann erstmal nicht Schießkunst trainieren. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Dann lassen wir das erst einmal. Und wir sind hungrig. Wieso haben wir denn so großen Hunger? Und wieso haben wir das die ganze Zeit über nicht gemerkt? Haben wir vielleicht auch Durst? Nee, Durst haben wir nicht, aber Hunger. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir schon hin. Da ist es ja ideal, dass wir jetzt durch Riverwood, also durch Flusswald, durchlaufen können. Und es geht einfach nicht aus meinem Kopf raus, dass ich hierzu Flusswald sage. Beziehungsweise Riverwood. Naja. Holen wir uns ein schönes... Sag Bescheid, schönes... Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja, wir holen uns ein schönes Süppchen. Mal schauen, ob er was hat. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Werft einen Blick darauf. So. Gemüsesuppe. Na also. Die holen wir uns. Und wir hätten auch ein bisschen günstiger das einkaufen können. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt, Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Essen wir den erstmal. Durst wurde gelöscht. Wir sind satt. Dun. Komm mit. Wir haben zu tun. Wir haben zu tun. Wir müssen nach Falkenring. Das haben wir uns jetzt so als Aufgabe gesetzt. So, Leute. Und damit wären wir im Fürstentum Falkenring. Aber wir wollen natürlich in die Stadt. Und diese beiden Wölfe halten uns auf. Da müssen wir kämpfen. Ah, die greifen uns gar nicht an. Ja, okay. Dann erledigt die Dun für uns und wir nehmen die aus. Ziehen den die Haut ab. Durchsuchen. Wolf. Wolfspelz. Ja, sehr viele können wir nicht mehr mitnehmen. Wir haben nur noch 6 freie Einheiten. Also 6 Pelze, die wir noch mitnehmen können. Und dann wird's langsam eng im Inventar.
Und jetzt geht's hier hinauf und am Illinalter See entlang. Zumindest ein kleines Stück. Und hier oben weht ein eisiger Wind von den Bergketten hinab. Eine frische Brise. Banditen. Um die sollten wir uns vielleicht auch noch kümmern. Ach da. Alles klar, den holen wir uns. Und wir verfehlen natürlich. Das können wir gut. So. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Oh ja, Dune hat da ganz recht. Fertig. Und unser Pfeilverbrauch schießt ins Unermessliche. Wir verbrauchen so viele Pfeile. Wir haben nur noch 20 Stück. Wir müssen aufpassen. Es wird langsam kalt hier oben. Oh, da sind noch Bergblumen. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Können wir vielleicht noch den ein oder anderen Trank mehr brauen? So, aber jetzt sollten wir nicht mehr lange herumtrödeln. Wir wollen auch nach Falkenring kommen. Und uns hier nicht die ganze Zeit aufhalten lassen. Da wird sicherlich wieder ein Magier sein. Den lassen wir erstmal in Ruhe. Ach du meine Güte. Da vorne sind weitere Wölfe. Nicht gut. Vielleicht sollten wir da einfach dran vorbeischleichen. Oh, hier geht das Wasser ganz schön tief. Und ich glaube, wir sind jetzt nass. Oder? Sind wir nass? Nee. Och nö. Ein ganzes Rudel. Oh, verdammt. Wieso rennen die hier alle so herum? Wir können nicht richtig zielen. Wir nehmen einfach unsere Magie. Okay. Magie ist nicht mehr gegeben. Und die erledigen uns. Nicht gut, liebe Freunde. Nicht gut. Dann nehmen wir am besten jetzt erstmal den Trank der Gesundheit. Rüsten nochmal unseren Pfeil aus und vergiften ihn mit einem Frostbissgift. Der Schuss muss sitzen. Was wir allerdings nicht kriegen, wenn wir die ganze Zeit angegriffen werden. Verdammt! Das gibt's nicht. So, den haben wir erwischt. Leute. Die greifen uns hier permanent an. Es ist unglaublich. Oh.
nein, wir werden noch sterben hier. Wir gehen einfach ins Wasser. Wölfe können nicht gut schwimmen. Und Dun hängt da einfach fest. Ganz genau. Ganz genau. Ah. So macht man das aber nicht. Da vorne kommt ein Jäger, da wird die sicherlich angreifen. Ah, warten wir mal ab. Warten wir einfach mal ab. Was passiert? Die Wölfe laufen hier herum. Dun hängt einfach nur da vorne im Wasser und macht einfach gar nichts. Doch jetzt. Ah, jetzt macht er was. Okay. Ja, Leute, wir sind kurz vorm Sterben hier. Wir können das nicht anders. Es geht nicht anders. Okay. Unterkühlung 0. Das ist nicht gut. Oh, ein bisschen schießen können wir natürlich trotzdem noch. Und verfehlt. Alles klar. So langsam geht das doch. Haben sie die jetzt alle erledigt? Meine Güte. Tatsächlich, alle tot. Ein paar von den Pelzen nehmen wir aber mit. Und dann müssen wir uns irgendwie Heilung gönnen. Haben wir noch? Nur eine einzige. Okay. Dann machen wir das mal. Die eine Blume. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch eine. Hoffen wir es jedenfalls mal. Da sind nochmal zwei Pfeile. Ist auch immer gut. In dem hier stecken auch noch Pfeile. Vielleicht kriegen wir die heraus. Nein. Okay. In dem hier auch. Ah, kriegen wir den? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Okay. Ein Pelz nehmen wir noch mit. Aber nur einen. Sonst wird's zu voll im Inventar. So, das soll's gewesen sein. Dann lassen wir mal dieses Blutbad hier hinter uns. Obwohl, wir könnten die Pelze natürlich an die Jägerin hier verkaufen. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. So. Und dann verkaufen wir ihr nämlich die Kaninchenkeule und die 17. Liebe Freunde, wir haben 17 Wolfspelze. Und sie besitzen nur 13 Gold. Dann machen wir 13. Genau. Bis dann. Wir verschenken ja nichts. Ja. Und dann nehmen wir nochmal den letzten Pelz hier mit. Oder die letzten beiden. Je nachdem, wie das aussieht. In dem stecken auch noch Pfeile. Alter Nordpfeil, Eisenpfeil, Wolfspelz. Das ist doch wunderbar. Die hatten wir alle durchsucht. Genau. Genau, dann. Oh, hier ist noch einer am Ufer. Den hatten wir auch schon. Okay, okay, okay. Hör auf, den zu durchsuchen. Dann, wir lassen uns hier schon wieder ablenken.
Leute, wir wollten eigentlich nur nach Falkenring. Und wir haben Glück, hier sind noch blaue Bergblumen. Ja. Die lassen sich aber nicht pflücken. Ach, warum denn nicht? Dann aber die. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Es ist einfach so. Wahrscheinlich hat sich die Zelle noch nicht richtig resettet. Dass quasi die Optik da ist, aber in Wirklichkeit ist da gar nichts. Das wäre jetzt das Einzige, was mir so einfallen würde. Okay. Dann gehen wir jetzt aber wirklich mal weiter und gehen nach Falkenring. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Was hatten diese Skelette eigentlich hier immer zu suchen? Obwohl, naja, da vorne ist ein Grab. So, die hätten wir erledigt. Und hier sind doch irgendwo jetzt unsere Pfeile hingeflogen. Wo sind die denn jetzt schon wieder? Man findet hier aber auch nichts. Die sind uns doch irgendwie zu Füßen geflogen. Und dann sind sie... Ach, hier vorne sind sie. Naja, jedenfalls einer. Das ist besser als nichts. Okay... Dann lassen wir uns jetzt aber wirklich mal nicht mehr ablenken. Das wird ja zu viel hier. Überall ist irgendwas, wir lassen uns ablenken. So, die wollen wir jetzt nicht triggern hier. Einfach nur irgendwelche Männer, die sich hier besaufen. Müssen wir nicht. Brauchen wir nicht. Eine Ruine. Die können wir später untersuchen. Die wird nicht wegrennen. Und da sind wir jetzt endlich. In Falkenring. Da vorne sind die Stadttore. Hoffen wir mal, dass der Hofmagier des Jarl in diesem Fürstentum uns die Schwerter und Streitkolben entzaubern lässt. Ja, dass wir da überhaupt hingehen dürfen. Aber ich denke mal schon. Denn es ist nach wie vor Skyrim, das wir hier spielen. Und
Deswegen gehen wir jetzt hier einfach in das Langhaus des Jarl. Und werde mal schauen, wo wir das denn haben. Na, da ist es doch schon. Arcana Verzauberer. So. Eisen. Moment. Wir sagen erst einmal Doom Bescheid, dass er uns die anderen Schwerter, die anderen Waffen noch geben soll. Was? Nee, nicht, warte dort. Wir haben anscheinend... Ich bin noch da. ...doppelt geklickt. Es war nicht meine Absicht. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was braucht ihr? Und zwar die hier, genau. Die hier werden wir entzaubern und die werden wir verkaufen. Das sind beides Frostverzauberungen. Und da verkaufen wir natürlich die wertvollere. Also. Nach euch. Genau. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Ah. Wir sind überladen. Das geht nicht so schnell. Ach, die kennen wir schon, die Verzauberung. Dann Eisenstreitkolben des Unbehagens. Du hast die Furchtverzauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Eisenschwert der Ermüdung verursacht 5 Punkte Ausdauerschaden. Möchtest du diesen Gegenstand wirklich zerstören und seine Wirkung kennenlernen? Natürlich. Ausdauerschadenverzauberung. Schön, damit hätten wir das geschafft. Natürlich könnten wir unseren eigenen Bogen jetzt auch verzaubern. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir haben Seelensteine. Wir haben erlernte Verzauberung. Wir könnten zum Beispiel einen Bogen der Furcht machen. Oder ein Frostbogen quasi. Mit dem Frostschaden. Das Ziel erleidet zum Beispiel 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Wäre zum Beispiel ein schöner Bonus. Allerdings das Problem ist, bei Verzauberungen, die muss man aufladen. Auch wenn es natürlich sehr wertvoll dadurch wird. Wenn wir jetzt hier den hinsetzen, so wird der Bogen auf einmal 460 Septime wert. Bei Furcht sogar noch mehr, 556. Und Untote vertreiben? 900. Kinder. 980. Aber ich würde mal sagen, wir warten erstmal noch mit den Verzauberungen, bis wir da so ein bisschen, ja, ein bisschen besser drin sind. Essentielle Gegenstände wie unseren Bogen verzaubern, um den für viel Geld zu verkaufen, machen wir besser noch nicht. Wir müssten erstmal besser handeln können, damit wir da nicht so viel Verlust haben. Und, naja. Wir müssen uns erstmal die Basis für sowas aufbauen. Deswegen würde ich doch einfach mal sagen, gehen wir wieder raus. Wir haben alles gemacht, was wir jetzt hier machen wollten. Und dann sage ich doch mal, machen wir hier bei diesem, ja, etwas wolkigem, aber doch sonnigem Tag eine kleine Pause hier. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn wir Wulfanil spielen und ich weiß nicht, vielleicht nach Weißlauf wieder zurückgehen. Wir haben ja jetzt alles gemacht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas werden wir schon mal machen können. Irgendwas müssen wir auch machen. Und ich ziehe das jetzt schon wieder hier in die Länge. Ich sage jetzt einfach Tschüss und bis dann.